sind wieder auf unserem Dauerstellplatz an einem sehr heißen Wochenende und ihr wollt wissen, wie es war, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zu diesem Video. Ja, ich habe schon ein bisschen hier gepackt und gemacht. Ausgepackt, also eingeräumt. Genau, der Kühlschrank, der kühlt jetzt gerade noch runter, deswegen steht hier noch die Kühlbox. Jetzt werde ich draußen mal die Sitzgruppe noch fertig machen. Ich habe hier auch schon die Markise mal vorgemacht, dass wir noch ein bisschen mehr Sonnenschutz haben. Und jetzt werde ich hier noch ein bisschen den Außenbereich schick machen, dass wir uns draußen hinsetzen können und dann nichts mehr machen. Hier drin im Wohnwagen sind es 32 Grad, draußen 27 und ich mache jetzt mal draußen alles schick. Ich schalte mich jetzt mal ganz kurz von zu Hause dazwischen, denn ich bin schon wieder zu Hause, weil ich nämlich vergessen hatte, euch noch was vorab zu sagen. Und zwar werdet ihr sehen, das Thumbnail ist jetzt türkis, weil türkis meine Lieblingsfarbe ist. Und weil ich mir dachte, ich hatte immer so gegliedert in Reisen, Playmobil, Camping und jedes hatte eine andere Farbe und in letzter Zeit war eigentlich nur Campinggrün oder meine Erfahrungen bei irgendwas rot und dann dachte ich mir, ach komm, was soll's, immer dieser Farbwechsel, ich mache es ab sofort immer türkis und es ist immer dies live, deswegen jetzt auch immer das Logo von mir oben im Thumbnail drin und nicht mehr themenbezogen und egal welches Video, ihr werdet es in dieser Übersicht dann immer schnell zu sehen bekommen und sehen, dass das ein Video von mir ist, somit ist das Thumbnail dann immer gleich. Und ändert sich nicht mehr. Und jetzt geht's zurück zum Video. Jetzt haben wir hier schon die Auflieger und soweit fertig gemacht. Die Lucy liegt auf der Wiege und liest. Ja, hier mache ich jetzt nichts. Es ist mir einfach zu warm. Wir müssen auch Rasen mähen. Aber das mache ich nicht heute. Das mache ich morgen. Ich hole jetzt noch Wasser und dann chillen wir hier eine Runde. Es ist ja, es war jetzt endlich ein bisschen bewölkt. Und zwar verdammt warm. Und deswegen, ja. Chillen wir jetzt. Ich habe leider hier einen Platten in meiner schönen Pfanne. Ich habe jetzt Wasser geholt und habe es dann festgestellt. Man sieht es aber irgendwie nur, wenn man fährt. Wenn es steht, fällt es gar nicht so krass auf. Blöd, blöd, blöd. Man muss schon erstmal gucken. Naja, ich stelle mir jetzt erstmal hier. Das Paddleboard kommt auch schon da vorne auf. Und jetzt haben wir gerade entschieden, dass wir doch nochmal schnell in Netto fahren. Noch ein bisschen was zu essen holen. Weil allzu viel haben wir jetzt nicht dabei. Wir waren jetzt in der Rewe und in Netto. Wir haben jetzt ein paar Süßigkeiten geholt fürs Kaffee trinken und für morgen auch. Heute ist Donnerstag, habe ich das schon dazu gesagt? Heute ist Donnerstag. Wir haben Freitag frei, sind jetzt Ferien und der Micha kommt morgen nach. Und die Lucy hat sich zum Kaffee trinken einen Joghurt geholt. Dann haben wir noch ein paar Kekse mitgenommen. Jetzt windet es hier. Genau, und ich habe dann noch, die Lucy hat sich noch eine Wundertüte von Bibi Blocksberg geholt. Zeige ich euch dann gleich, was da drin ist, wenn sie die auspackt. Und für morgen haben wir geholt so kleine Kartoffeln, so sind das Trillinge, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also so kleine Kartoffeln und da machen wir wieder dieses Rezept mit Brokkoli und Tomate und Hähnchenkeulen obendrauf im Omier. Das ist sehr lecker und das brutzelt alleine nebenher für sich hin. Hä? Naja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das gibt es morgen zum Mittagessen. Ansonsten weiß ich noch nicht, was wir morgen zum Abend machen. Heute machen wir nur Brotzeit. Ja, Brot haben wir, Wurst und Käse und sowas. Ja, also wir haben es ja noch nicht gechillt. Das geht jetzt los. Rupp auf! Nicht gucken. Oh, dreh mal um. Was ist das? Ui, was ist das denn Cooles? Was ist das, eine Möhre? Nee, eine Klipper. Eine Klipperschnecke. Das ist doch eine Schnecke, oder? Ach, das ist eine Schnecke. Hier, das ist eine Bibi Blocksberg-Zeitung mit einer Klipperschnecke. Guck mal, das Heft würde eigentlich 3,99 € kosten. Und das auch. Da hast du gespart. Und was hast du hier? Hier habe ich einen Ring und noch irgendwie so ein Buch. Das gucke ich mir gleich mal an. Guck dir das mal an. Ah! Na cool. Das hier kriegt man nur mit diesem Sternring auf. Ich mach mal so. Oh, schon auf. Oh, ein cooler Block. Guck mal, ein kleines Blöckchen. Ich habe vorhin schön mal auf der Liege ein kleines Nickerchen gemacht, war dann bei Nachbars, haben wir noch eine Runde gequatscht. Die Lucy hat dann auch noch gebastelt und ihre Zeitung gelesen, die sie ja da gekauft hat. Und jetzt habe ich hier den Tisch gedeckt. Jetzt machen wir hier Abendbrot und ja, und dann schauen wir mal, was wir noch machen. Genau, heute haben wir endlich das Klapprad rausgeholt. Ich wollte heute gern sehen, wie die Lichterkette hier
an meiner Hollywood-Schaukel aussieht. Aber es ist jetzt. Wie spät ist es? 8:30 und wir sind müde. Wir lagen jetzt hier auf der Liege zu zweit und haben noch ein Hörbuch gehört. Und jetzt sind wir irgendwie müde. Und jetzt legen wir uns ins Bett und erzählen noch ein bisschen. Vielleicht hören wir noch ein Hörbuch. Und sind heute mal zeitige ins Bett gehen und zeitig. Also dann, bis morgen früh. Guten Morgen, habe ich euch noch gar nicht gesagt, fällt mir gerade ein. Wir haben schön gefrühstückt, ich habe die Brötchen fertig gemacht, wir haben schön draußen gegessen. Und ja, dann haben wir jetzt hier unsere Chill-Lounge wieder vorbereitet, hier mit Sonnenschirm und Liege und Hollywood-Schaukel. Das haben wir alles wieder schick gemacht. Ich habe gerade Rasen gemäht. Er ist zwar nicht dolle gewachsen, aber diese kleinen Spießer zwischendrin. Hier hängt noch einer. Sowas halt. Schon wegschmeißen. Und wir haben ja noch so eine kleine Wiese hinten uns. Das ist auch eine Parzelle, die keiner hat und keiner nutzt. Meine Nase krabbelt. Vom Rasenmähen. Und die habe ich jetzt auch mal gemäht, damit die nicht zu hoch wird. Das letzte Mal hat die der Campingplatz gemäht. Und jetzt habe ich die einfach mal gemäht, damit wir hier hinten wieder eine Fläche haben ohne so hohes Gras. Da kann die Lucy auch immer mal spielen. Das ist ganz cool eigentlich. Da zählen ja auch dann immer unsere Besucher. So. Jetzt muss ich endlich mal abwaschen, denn jetzt müsste die Therme mittlerweile warm sein.
unser Mittagessen jetzt sehr spät war, weil es länger gedauert hat als gedacht, hat schon eine Stunde gedauert, haben wir jetzt schon Kaffee trinken mit hinten dran gegangen. Das sind Waffeln, fertige Waffeln, habe ich gestern im Netto gekauft und Apfelmus. Aber es sind viele Wespen hier, das nervt ziemlich, ja. Wir haben jetzt draußen schön gechillt, ein bisschen Bibi und Tina gehört, ein bisschen mit den Puppen gespielt, ein bisschen gelesen. Ja, also einen schönen chilligen Nachmittag gemacht. Wie ich schon gesagt habe, heute wurde es sehr ruhig. Und jetzt gehen wir runter mit dem Paddleboard zum See und da lasse ich aber die Kamera hier. Also geht's gleich weiter. Wir haben eine neue Errungenschaft für das Kinderzimmer eigentlich. Ich zeig's euch mal. Und zwar haben wir über Wish so ein Zelt bestellt. Es geht einfach mit zwei Stäben rein. Und dann steht's und ist fertig. Es ist 1 Meter mal 1,30 Meter. Und ist richtig cool. Ist ein schöner Stoff. Wie gesagt, bei Wish war das jetzt ganz günstig für 21 Euro. Bei Amazon habe ich es für 35 gesehen, bei Otto für 75 und im Angebot für 50. Deswegen würde ich sagen, haben wir einen Schnippel gemacht. Das Einzige, was fehlt, ist hier so ein gelber Punkt. Aber egal. Da, für das Geld, das ist auch völlig in Ordnung. Und die Lucy freut sich. Was machst denn du? Was ist das denn? Jedenfalls ist es aber eigentlich für das Kinderzimmer gedacht und nicht für hier. Aber ich wollte es euch mal zeigen. Jetzt kommt nämlich das Bällebad zu Hause weg. Das nimmt die Lucy nämlich gerne als Zelt spielen und das ist eigentlich zu klein. Und deswegen verkaufen wir jetzt das Bällebad und gibt es jetzt das hier. Da geht man nicht ahnend in die Dusche, in die Sanitärgebäude. Und da dreht sich tatsächlich jemand um und sagt, ich kenne ich. Und guckt die Videos. Da habe ich mich total gefreut. Ich Ohren quietscht. Ich war nur so perplex, weil ich selber nicht damit gerechnet habe, dass ich angesprochen werde. Weil so groß ist ja mein Kanal nun nicht. Ja, dass ich selber gerade vor Schreck nicht wusste, was ich sagen sollte. Ja, aber war cool. War lustig. Ich hoffe, ich sehe sie nochmal wieder. Ich habe sie noch nicht mal fragen können, wie sie heißt. Also wenn du das Video siehst, an dieser Stelle liebe Grüße. Und ja, melde dich doch mal. Schreib mir gerne über Instagram. Können wir mal schnacken. Ja, das hat mich jetzt völlig rausgebracht. Wir waren nämlich am See, wollte ich eigentlich sagen. Und ich war jetzt duschen und jetzt machen wir Abendbrot und machen jetzt einen chillischen. Und das Haus hier, die Lucy, die sitzt hier schon die ganze Zeit drin. Kommt echt gut an. Ich find's cool. Aber wie gesagt, das bleibt dann zu Hause. Ach, die Vögel zwitschern so schön. Wir haben uns jetzt ein schönes Abendbrot gemacht. Und zwar haben wir hier so Aufbackbrötchen mit Käse-Kräuterfüllung. Wurst und Käse, du hast mir gerade nichts gegeben. Eier. Dann haben wir hier Schüttelgurken selber gemacht. Auch sehr lecker. Ja, also so ein bisschen von allen etwas. Guten Morgen, wir haben den Abend ganz gemütlich mit Nachbars ausklingen lassen. Also erst haben wir mit der Lucy noch ein paar Spiele gemacht und dann ist sie ins Bett, hat noch ein bisschen lesen wollen. Ja, und dann haben wir uns mit Nachbars noch schön zusammengesetzt und ein bisschen geschnackt, war schön. Und sind dann ins Bett. Die Nacht hat es ganz schön geregnet, ganz schön runtergehauen. Wir haben jetzt erstmal alles wieder fit gemacht, Tisch wieder abgewischt und Stühle abgewischt und jetzt alles wieder schickimicki gemacht, haben jetzt gefrühstückt. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Ordnung, weil hier ist gerade noch pures Chaos, deswegen filme ich jetzt mal nicht rum. Und dann gehen wir einkaufen, dann kommt auch schon unser Besuch. Vom Einkaufen zurück waren wir jetzt wieder fleißig und haben schon Tomatensalat für Nudeln mit Tomatensauce, kalte Tomatensauce vorbereitet. Das Pferd ist schon draußen, Lucy hat schon gespielt. Jetzt ist sie aber mal Radfahren mit dem Klappfahrrad. Und ich habe nämlich mal hier unser Zelt wieder aufgeräumt. Es ist ja auch noch chaotisch, aber ich sage euch, es war vorher schlimmer. Ja, wir haben jetzt hier eine coole Kiste. In der Kiste sind alle Outdoor-Spiele drin. Und im Urlaub, wenn ich da mal Zeit habe, dann filme ich euch mal ein Video ab. Mal gucken, wann das dann online geht. Mit allen unseren Outdoor-Spielen, wie sie funktionieren. Und was wir da als gut erachten. Obendrauf liegt dann noch die Kiste mit den Pfeil und Bogen. Hier haben wir noch einen Zeltteppich, weil wir haben ja noch unser Zelt mit. Und unsere Isomatte, denn die Lucy wird im Urlaub wahrscheinlich im Zelt schlafen wollen. Ja, und habe jetzt hier ein bisschen umgeräumt. Das Gummiboot nach hinten, das was man selten braucht, nach hinten. Den Schubkastenschrank nach vorne, den hat sie nämlich ein bisschen rüber gedrückt. So steht das jetzt besser. Stehen jetzt unsere Paddleboards. Ja, da kommt dann wieder das Pferd und das Klappfahrrad rein. Steht dein Fahrrad hier am Rand. Und das Pferd dann hier in der Mitte. Ist ganz gut. Ich weiß auch nicht, was sich hier immer ansammelt, aber irgendwie sammelt sich viel an. Jetzt haben wir noch einen alten Sattel, weil wir haben einen in Anführungsstrichen neu gebraucht bei eBay Kleinanzeigen geholt, weil der hier schon sehr kaputt ging. Und jetzt weiß ich noch nicht, was ich mit dem mache.
Braucht jemand von euch einen Sattel? Ja. Unsere schöne Chill-Ecke haben wir auch wieder fertig gemacht. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen anders dekoriert. Unser Tuch hier ist klatschnass. Wobei, es wird schon trocken. Die Nacht hat es ganz schön geregnet und es war noch drauf, aber es geht. Genau, und unsere Sitzgruppe ist jetzt auch schon fertig und dann kann der Besuch kommen. Lucys Paddleboard habe ich auch schon aufgepumpt. Wir wollen nämlich ein Paddleboard fahren und meins steht ja auch schon da. Wir haben ja aber, glaube ich, trotzdem noch Warnstufe, hier Brandwarnstufe. Und deswegen werden wir heute mit Elektrogrill grillen. Das ist nämlich dann kein Problem. Ja, also ich weiß, diesmal seht ihr wieder viel mehr mich als die Dinge, die wir tun. Ich hoffe, es ist trotzdem mal interessant für euch, wie so ein Dauercampingwochenende abläuft. Auch wenn ich jetzt beim Chillen dann tatsächlich mal chille und nicht die Kamera mitnehme. Jetzt ruft die Lucy übers Walkie-Talkie. Ja. Ich habe euch übrigens, glaube ich, noch nicht gezeigt. Hier ist ja diese Aufliegerbox. Die hatten wir ja am Anfang. Oh, was ist denn hier? Ich hau's auch mal hin. Die Aufliegerbox, die hat man eigentlich ja hier drüben, sah dann so kastenmäßig aus. Oh, da stiebst du das aus meinem Zelt. Da muss ich dann gleich mal gucken. Jedenfalls hat man die ja hier drüben. Und das war dann immer so ein schwarzer Kasten, das fand ich nicht schön. Und hier hätte noch eine Abstellfläche nötig gewesen. Hier ist noch eine Abstellfläche nötig gewesen. Oh Gott. Genau, und deswegen habe ich dann hier eine Tischdecke gekauft, die genauso ist wie die drüben auf dem Tisch. Und schmeiß die da drüber. Hier habe ich unsere Brettchen. Die habe ich ja schon zu Zeltzeiten gehabt, damit die Lucy mit dem Playmobil schön spielen konnte und wir auf unserem Rüffeltisch auch mal malen konnten als Unterlage. Die habe ich jetzt hier drauf getan, weil hier unten drunter ist es ja hier so huckelig. Und da sind dann die Gläser mal umgefallen und so können wir die hier gut draufstellen. Ist natürlich durch die Sonne schon ganz schön verblichen, aber egal. Soll ja nur nutzen. Soll zwar auch schön aussehen, aber soll ja einen Nutzen haben. Das haben wir somit dann jetzt hier so ein bisschen schön gemacht. Dass es hier ein bisschen schöner aussieht. Weil scheint natürlich leider nicht viel Sonne. Deswegen geht der Springbrunnen nicht. So, jetzt gucke ich mal, was hier rausstiebst. Ah, das ist der Rucksack vom Paddleboard. Das ist bestimmt die Pumpe. Mal ein bisschen rüberziehen. Genau. Ach, und kennt ihr hier diese Taucherbrillen hier? Hatte ich ja schon mal hier im Video erzählt, ne? Die sind richtig cool. Die fetzen. Jetzt ist ein Käfer runter. Ach, und sicherheitshalber, ne? Immer hier den Feuerlöscher. Übrigens habe ich jetzt ein Video über Feuerlöscher gesehen. Und da wurde gefragt, wie die eigentlich funktionieren und ob man das dann so schnell hinkriegt. Da muss ich ehrlich gestehen, dass ich das jetzt auch nicht wüsste, wie das funktioniert. Jetzt klingelt mein Telefon. Einmal Real Life. Ja. Das zweite Paddleboard haben wir aufgepumpt. Dann steht noch der Kinderwagen dort. Das Pferd steht hausen. Da ist mein bester Freund gerade um die Ecke gelaufen. Der winkt. Genau. Und hier spielen die Kinder Pferdchen. Film ich jetzt mal nicht hin. Jetzt bringe ich erstmal Müll weg. Fress mal mein Po. Kannst du... Ja, ist drauf. Wir haben jetzt mal beide Paddleboards drauf gemacht. Ich hoffe, dass der Liegetrolli das schafft. Aber ich hoffe doch schon. Und der Lucia Paddleboard tragen wir jetzt runter. Und dann machen wir jetzt eine schöne Zeit auf dem See. Und mich hast du neuer Tisch. Ja, und dieses Kreuztischchen, das hatte ich hier auf dem, was war denn das, Michael, auf dem Sperrmüll gefunden. Genau. Das ist als erster halt, die habe ich bloß auf das Maß machen lassen. Für das Säge. Grilltisch. So, bei uns wird halt wieder lecker zum Grillen mit ganz vielen leckeren Sachen. Und lassen Sie es uns jetzt schmecken. Unser Besuch ist jetzt weg. Und wir spielen jetzt noch eine Runde Romy und dann geht's ab ins Bettchen. Nein, Lucy ist schon bettfertig. Es gibt halt, wie gesagt, noch ein, ich sag mal, ein Gute-Nacht-Spielchen. Und dann. Ja, wenn die Sonne untergegangen ist, was sie jetzt gleich ist, geht's auch für den Micha ins Bett, ne? Die Lucy ist jetzt im Bett, der Besuch schon länger fort. Haben sie mal unter Romy gespielt. Und jetzt setze ich mich hier in meine schöne neu leuchtende Hollywood-Schaukel und genieße den Abend und chill noch ein bisschen. Dann bis morgen früh. Guten Morgen, heute ist Sonntag. Ich muss jetzt gerade erstmal hier ein bisschen Wasser auffüllen.
Wir müssen erstmal was trinken. Haben jetzt schon gefrühstückt. Und Micha ist gerade am Grill sauber machen. Und ich wollte jetzt mal schnell unsere Lampe kleben. Denn wir haben ja tatsächlich die günstigen Lampen hier aus Action gekauft. Und hier vorne ist mir letztens was draufgefallen. Die ist ja abgebrochen. Jetzt versuche ich die mal zu kleben. Ich weiß, wer günstig kauft, kauft zweimal. Aber mehr war jetzt gerade nicht drin. Genau. Oh, jetzt klingelt mein Telefon. Nein, hier ist was los. Ja, das sind hier die Lampen und wenn man da dran kommt, brechen die halt hier ganz schnell ab. Und jetzt habe ich mal meinen Heißleim mit und will die einfach mal kleben, um Geld zu sparen, um nicht neu zu kaufen, weil man muss ja nicht immer gleich wegschmeißen, deswegen geht ja die Lampe noch. Und probiere das jetzt mal, ob das dann hält. Ihr seht ja, leuchten tut sie noch. Ich hoffe, ihr seht. So, mal gucken, ob das jetzt geht. Jetzt habe ich den Bippus nicht rausgekriegt. Natürlich jetzt doof. Ha, das ist ja blöd. Warte mal. Das war jetzt taktisch nicht klug. Aber ich kriege den noch nicht raus. Muss ich das hier drauf machen? Muss ich das anders lösen? So draufkleben. Genau. Das sollte doch funktionieren. Sieht sehr gerade aus, ja. Tag, Lampe repariert. Nee, ist ein bisschen schief. So. Ja, macht doch nichts. Hauptsache ein bisschen repariert. Genau, Hauptsache Geld gespart, ne? Ja, der Baum hat noch gefehlt. Sinn und Zweck erfüllt. Die Fäden machen wir noch ab. Wir waren jetzt schön am See baden, Ball spielen und mit der Spritzpistole uns abkühlen. Oh, das Wetter ist heute so drückend, das ist sehr demotivierend. Und jetzt machen wir Mittagessen. Bei uns gibt es heute mal wieder Wraps mit Lachs und Schinken. Und ja, lassen es uns jetzt hier gut gehen. Sieht man was? Ja, genau. Wir essen jetzt mal. Wir haben diesmal Vollkorn Wraps genommen. Mal schauen, wie der Unterschied ist. Ist ja ein bisschen dünner, ne? Nom, nom, nom. Wir sind jetzt auf dem See mit dem Paddleboard unterwegs, haben jetzt schön Picknick gemacht. Wir planschen gerade, ne? Eigentlich so doll. Und haben gerade Picknick gemacht. Hier hatten Melone mit und Hörnchen mit. Ja, und chillen jetzt hier ein bisschen auf dem Wasser und springen noch ein bisschen rein. Ne? Ja. Wir sind jetzt vom See wieder zurück. Ich habe euch ja jetzt gerade eine schöne Handyszene noch eingeblendet, ein Handyvideo, weil ich die Kamera nicht mit hatte. Und jetzt gehen wir duschen, werden dann noch Abendbrot essen, räumen hier alles zusammen und fahren dann nach Hause. Abendbrot machen wir dann noch schnell. Von daher hoffe ich, der kleine Einblick in so ein spontanes, flexibles, entspanntes Campingwochenende hat euch gefallen und vielleicht habt ihr wieder das ein oder andere mitnehmen können oder euch einfach mal berieseln lassen können. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.